Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Excel-Bibliothek. Im heutigen Video wollen wir uns einmal um die BitXOder-Funktion kümmern, die ja ähnlich arbeitet wie die beiden Funktionen, die wir bereits kennengelernt haben, und zwar die BitOder und die BitUnd-Funktion. Damit wir an dieser Stelle gut damit arbeiten können, habe ich einfach schon mal ein paar Dezimalzahlen an die Seite geschrieben und dazu auch ihren Binärcode. Das beste Verständnis dafür bekommt man, wenn wir jetzt einfach mal die BitXOder-Funktion anwenden. Ich gebe das an dieser Stelle einfach mal ein mit der öffnenden Klammer. So, und dann wieder wichtig, dass wir einzelne Zahlen nehmen, denn wir haben ja gelernt, dass das Ganze mit Bereichen nicht klappt. So haben wir an dieser Stelle zwei Zahlen. Und wenn wir das nun entern, bekommen wir eine 15 heraus. Nun muss man noch verstehen, wieso das so ist. Schauen wir uns zunächst noch einmal den Binärcode der 5 an, der ja am Ende 0101 ist. Der Binärcode der 10 ist am Ende 1010. Die BitXOder-Funktion arbeitet nun so, dass sie schaut, wo sind meine Unterschiede, und an diesen Stellen, wo es einen Unterschied gibt, gibt die BitXOder-Funktion eine 1 aus. Also anders als bei der UND-Funktion, wo beides gleich sein musste, bei der OR-Funktion, wo 1 der beiden bereits gereicht hat, ist es bei der BitXOder, dass es wirklich auf Ausnahmen prüft. In diesem Fall muss es wirklich einen Unterschied geben. Hier haben wir einen Unterschied, deswegen gibt es eine 1 aus, hier haben wir auch einen Unterschied, hier auch und hier auch. Deswegen bekommen wir an dieser Stelle die 15 heraus, weil mein Binärcode ja an dieser Stelle auch 4 mal die 1 ist. Das Ganze übernehmen wir jetzt noch für unsere anderen Zahlen und sehen zum Beispiel bei der 3 und der 7, wo ich bei der 3 einen Binärcode von 011 habe und bei der 7 einen Binärcode von 111 am Ende. Es wird geschaut, wo sind meine Unterschiede, und in diesem Fall ist es vorne bei der 1, da habe ich einen Unterschied, und danach habe ich zwei gleiche Stellen, da wird an dieser Stelle eben die 0 ausgegeben, und wenn ich das in meinem Binärsystem nachgucke, sehe ich das nur bei der 4 und es wird die 4 ausgegeben. Bei der 8 und bei der 22 ist es ähnlich, wir haben bei der 8 den Binärcode 01000 und bei der 22 den Binärcode 10110. Schauen wir uns jetzt auch hier die Unterschiede an, sehen wir, dass wir vorne einen Unterschied haben in der ersten Stelle. Moment, wir machen das mal gerade weg. Da haben wir einen Unterschied, an der zweiten Stelle auch, an der dritten auch, an der vierten auch. Und nur in der allerletzten Stelle haben wir eine Gemeinsamkeit, deswegen wird hier auch wieder die 0 ausgegeben. Und das entspricht eben dem Binärcode der Dezimalzahl 30, deswegen kriegen wir hier die 30 raus. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und geholfen, und wir sehen uns im nächsten Teil der Excel-Bibliothek wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.